Moin, liebe Freunde der Elektromobilität. Hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Willkommen zu einem neuen Video und heute geht es um den neuen ID.4. Ja, neu, ganz so neu ist er natürlich nicht. Erstens gibt es diese Modellpflege schon ein paar Monate auf dem Markt und er sieht auch genauso aus wie der alte. Aber es gibt hier halt ein paar Details in dieser Modellpflege von Ende 2023, die wirklich sinnvoll sind. Und eigentlich würde ich sagen, genauso wie der Wagen jetzt ist, ja, so hätte der ID.4 eigentlich von Anfang an auf den Markt kommen sollen. Und VW hat hier halt ziemlich viel erneuert oder hinzugefügt bzw. verbessert oder an irgendwelchen Stellschrauben gedreht. Was das genau ist und wie der Wagen sich jetzt hier schlägt auf meiner Reichweitenstrecke, denn er soll auch effizienter geworden sein, das alles erfahren wir hier in diesem Video. Wird also mal wieder spannend, deswegen unbedingt dranbleiben. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Bei der Modellpflege des ID.4 wurden viele Dinge verbessert. Zum Beispiel gibt es jetzt das Infotainment-System mit 12,9 Zoll Display in Serie. Die Software 4.0 ist an Bord. Es gibt endlich beleuchtete Touch-Slider für Klima und Lautstärke. Der Wahlhebel für die Fahrstufen ist wieder am Lenkrad. Die Sprachsteuerung ist neu und heißt jetzt IDA. Es gibt ein Harman Kardon Soundsystem mit 480 Watt. Es gibt einen neuen effizienten Heckmotor aus dem ID.7. 210 kW Leistung, das sind 60 kW mehr als früher. Es gibt mehr Drehmoment, 545 Newtonmeter, eine bessere Beschleunigung mit 6,7 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt jetzt 180 km/h. Die Ladeleistung wurde drastisch erhöht auf 175 kW und es gibt endlich eine Batterievorkonditionierung. Leute, als der ID.4 damals rauskam, wie lange ist das jetzt her? 3,5 Jahre irgendwie sowas. Da hat er sehr viel Kritik einstecken müssen. Die Software war noch nicht wirklich ausgereift. Die Performance war so mittelmäßig. Die Höchstgeschwindigkeit war eigentlich ein Witz. Die Materialien hier im Interieur, die sind auf viel Kritik gestoßen. Oder die Ladeleistung war zu gering und 135 kW, muss ich ja ehrlich mal zugeben, war schon damals nicht unbedingt wirklich zeitgemäß. Und. Es gab also viel zu meckern hier, obwohl es ja eigentlich ein wirklich tolles Auto ist. Aber so ein paar Details, ja, da war einfach noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Und VW hat sich doch wirklich lange Zeit gelassen und haben jetzt Ende letzten Jahres eine Modellpflege rausgebracht. Und in der sitze ich jetzt. Ich bin hier im ID.4 Pro 4Motion, also die Allradversion. Es gibt auch noch eine Heckversion, Heckantriebversion. Und bei beiden ist gemein, oder eigentlich allen außer der Pure jetzt, ist gemein, dass sie einen neuen Heckmotor haben. Und zwar den Motor, den auch der ID.7 hat. Der ist eigentlich komplett neu entwickelt und soll eben auch viel effizienter sein als der alte. Und dementsprechend hat dieser Wagen auch mehr Leistung, mehr Beschleunigung, mehr Drehmoment und zwar deutlich und eben auch eine höhere Höchstgeschwindigkeit. Und das ist endlich mal so, wo ich sagen würde, ja, warum denn nicht gleich so? Und auch mit der Software. Wir haben hier die Version 4.0 und ja, damit ist das Ganze jetzt wirklich endlich mal auf einem Niveau, wo ich sagen kann, ja, damit kann man wirklich leben und eigentlich hätte VW diesen Wagen gleich von Anfang an so rausbringen müssen. Bloß das wäre dann halt 3 Jahre zu spät gewesen. Aber so wie das jetzt ist, muss ich echt sagen, gefällt mir alles sehr gut. Vor allem auch softwaremäßig sehr flüssig. Über die Oberfläche und das Bedienkonzept, da kann man geteilter Meinung sein, ist aber eine Geschmackssache und ändert nichts daran, dass das jetzt endlich gut zu bedienen ist. Und mein letzter Test vom ID.4, der liegt auch schon 3 Jahre zurück. Das war ja noch die alte Version und deswegen habe ich gesagt, Mensch, da gucke ich mir doch mal die Modellpflege an. Was hat sich jetzt genau geändert? Wie fühlt sich das geänderte Auto jetzt an? Und wir gehen natürlich heute wieder auf meine Reichweitenstrecke nach Bremerhaven und schauen mal, ob er die Effizienz, die er jetzt haben soll, die bessere Effizienz, immerhin 11 Kilometer mehr Reichweite, 550 Kilometer laut WLTP, ob er das jetzt irgendwie in der Praxis ausspielen kann. Übrigens, ihr wisst ja vielleicht, dass ihr mit eurem E-Auto und der TRG-Quote jedes Jahr ein kleines Taschengeld hinzuverdienen könnt. Und wenn ihr für dieses Jahr noch keinen Anbieter habt, dann würde ich sagen, schaut doch mal bei Carbonify vorbei. Denn Carbonify, die kommen direkt aus unserer Community und die werben nicht mit irgendwelchen unrealistischen Bis-zu-Versprechen, sondern die haben ein ganz klares 3er-Prämie-Modell und damit könnt ihr garantiert rechnen. Da ist zum Beispiel die Express-Prämie, die steht für eine ganz schnelle Überweisung in wenigen Tagen. Habe ich für mein Auto gemacht und innerhalb von einer Woche, da war das Geld auf meinem Konto. Dann gibt es Klassik für eine Auszahlung nach der Zertifizierung der TRG-Prämie, also mit ein bisschen Wartezeit.
oder Bonus und da könnt ihr das Maximum rausholen. Dafür ist halt die Wartezeit am längsten. Denn damit wird eure TRG-Quote erst im Laufe des Jahres zum optimalen Zeitpunkt vermarktet. Und dadurch holt ihr da den höchstmöglichen Ertrag raus. Der Mindestbetrag von 90 Euro, der ist aber auf jeden Fall garantiert, dann kann es eigentlich nur noch mehr werden. Und dazu gibt es auch noch mal 10 Euro on top für Neukunden. Schaut euch also mal den Service von Carbonify an und nutzt dazu gerne meinen Link hier unten in der Videobeschreibung. Die extrem gute Kundenbewertung mit 4,9 von 5 Sternen spricht doch eigentlich schon für sich, würde ich sagen. Also wenn ihr meine Meinung wissen wollt, TRG-Quote mache ich über Carbonify. Und da würde ich sagen, fackeln wir nicht lange und wir starten auf unsere Reichweitenstrecke. Wetter heute ist so mittelmäßig, also es wird bestimmt gleich wieder anfangen zu regnen. Wir haben jetzt 300 Kilometer Restreichweite bei 75% Akkustand. Mal gucken, ob wir hier gut aus der Einfahrt rauskommen. Jo, klappt wunderbar. Da bin ich mal gespannt, wie der ID.4 sich schlägt. Am Fahrwerk will VW ja auch gefeilt haben. Da haben sie die Abstimmung irgendwie optimiert. Das kann man jetzt irgendwie nicht so richtig feststellen, weil das war schon damals ziemlich gut, das Fahrwerk. Und jetzt ist es mit Sicherheit nicht schlechter. Also es fühlt sich wirklich klasse an, sehr satt. Und hier auf der Gullideckelstrecke, ja, die Unebenheiten werden super geschluckt, werden nicht wirklich doll an den Innenraum weitergereicht. Ist aber auch nicht zu schwammig oder so. Ein bisschen straff fühlt es sich an. Alles sehr, sehr angenehm hier. Ja, also da haben sie auf jeden Fall nichts verschlechtert, so viel kann ich sagen. Ja, und auch hier ist natürlich der Ton beim Überschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich bin jetzt hier in der Tempo 30 Zone und fahre gerade mal so 33 und dann fängt er an zu bimmeln. Das Geräusch ist aber einigermaßen angenehm, nicht so schrill wie bei einigen anderen Magen. Und wenn man es ausschalten will, ja, dann habe ich mir hier die Assist-Systeme auf diesen Shortcut gelegt. Dann kann man auf das Geschwindigkeitssymbol drücken und dann bei dieser Geschwindigkeitswarnung den Schalter umlegen. Und das sind also 3 Schritte, und da muss man wieder zurück zum Homescreen, also 3 Schritte, um dahin zu kommen. Ja, das ist natürlich immer wieder nervig, ne? Immer wieder nervig. Vielleicht gibt es auch irgendwie einen Shortcut, den man sich irgendwo hinlegen kann. Wenn ihr das wisst, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ja, standardmäßig, wenn man den Wagen startet, ist er auf D gestellt. Das heißt, dann segelt man, also jetzt lasse ich mal Gas weg und der rollt einfach weiter. Ist auch so ein bisschen adaptiv, das heißt, wenn vor mir ein Hindernis auftaucht, fängt er an leicht zu bremsen. Ansonsten kann ich ihn auf B stellen, das wäre jetzt meine Dauerstellung, ehrlich gesagt. Und dann rekuperiert er einigermaßen. Nicht bis zum Stillstand, aber doch deutlich. Er bremst halt sehr deutlich und gewinnt dadurch eben gerade in der Stadt sehr viel Energie zurück. Aber die letzten Meter muss man halt dann doch selber mit dem Fuß bremsen. Jetzt können wir hier gleich mal den Ampelstart austesten. Und los geht's. Jo, 6,7 Sekunden von 0 auf 100. Das sind doch mal Werte, die endlich mal angemessen sind. 210 kW Leistung haben wir hier, 286 PS, das sind 60 kW mehr als in der alten Version. Also das spürt man schon richtig. Ja, und Wetter ist leider wieder ein bisschen durchwachsen. Wir haben so 16 Grad im Moment und gleich fängt es bestimmt wieder an zu regnen. Zumindest ist es auch vorhergesagt. Da müssen wir dann wieder durch. Da muss ja sowieso fast jedes Auto durch, hilft ja nichts. Ich fahre hier ja im ID.4 Pro 4Motion, also die Allradvariante. Und interessanterweise gibt es den ja auch als Hecktriebler, also ohne 4Motion. Und da beträgt die Systemleistung exakt auch 210 kW. Das heißt, mit 2 Motoren haben sie irgendwie die Leistung dann scheinbar so angepasst, dass sie doch bei beiden Autos identisch ist. Oft ist es ja so, dass die Allradler dann doch ein bisschen mehr Leistung haben durch den zweiten Motor, aber das ist hier halt nicht der Fall. Und die Assistenzsysteme hier im ID.4 wurden auch verbessert, überarbeitet oder sogar ergänzt. Es gibt nämlich jetzt einen Side Assist, den man hinzukonfigurieren kann bei der Bestellung, natürlich Aufpreis. Bedeutet, dass man beim Türöffnen gewarnt wird, wenn von hinten jemand kommt, dass die Tür nicht abgefahren wird und so. Das gab es vorher, glaube ich, nicht, das ist neu. Und auch das Aktivieren des Travel Assist wurde irgendwie vereinfacht, dass man
quasi nur noch die Set-Taste drücken muss und dann läuft das ganze Ding wieder, wenn man vorher gebremst hat und er ausgegangen ist. Apropos Set-Taste, ich habe ihn noch gerade gedrückt. Jo, er läuft, weil er jetzt gerade so ein bisschen weit rechts fuhr. Warum auch immer. Ja, das ist neu, wie gesagt. Und auch ein paar andere Details hier natürlich im Head-Up-Display oder auch hier im Tacho-Display. Da wurden Ansichten etwas modifiziert, etwas verbessert, wurden neue Ansichten hinzugefügt, neue Views für irgendwelche Details. Also jetzt sehe ich zum Beispiel hier im Head-Up-Display meinen aktuellen Verbrauch. Finde ich ziemlich gut. Ansonsten auch sowieso die Darstellung vom Head-Up-Display richtig gut, richtig schön scharf. Ist auch relativ breit, geht fast über die halbe Straße hier. Also die halbe Spur von der Breite. Dummerweise erinnert einen halt die Verbrauchsanzeige hier im Head-Up-Display daran, dass man doch gerade ganz schön viel verbraucht. Also die Straße ist nass. So richtig regnen tut es jetzt noch nicht. Es nieselt so ein bisschen, aber ich habe hier 24,4 stehen. Und das bei erst noch 120, weil wir hier Tempolimit haben. Naja gut, es wird wahrscheinlich noch sinken. Der Akku muss sich erst ein bisschen aufheizen. Wir haben es 15, 16 Grad. Und jetzt habe ich zwar das Lenkrad angefasst, aber er hat irgendwie gepiept. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht habe ich nicht richtig hingeguckt. Okay, jetzt hat er 100 erkannt, obwohl hier keine 100 sind und drosselt mich runter. Ja, so viel zum Thema Travel Assist und Verkehrszeichenerkennung. Hier ist keine 100. Ja, jetzt drosselt er mich doch tatsächlich auf 80, weil hier früher mal eine Baustelle war. Aber die ist schon lange weg. Es ist hier keine 80, Mann. Es ist hier 120. So, und jetzt ist hier keine 120, jetzt ist hier sogar 130. Das heißt, jetzt fahren wir unsere Richtgeschwindigkeit. Tempomat ist eingestellt auf 130 und los geht's. Aber wie schon im ersten Test vom ID.4 finde ich trotz dieser nassen Fahrbahn und dem Regen das Geräuschniveau hier echt erstklassig. Also so ruhig wie in diesem Auto, so fährt man selten mit dem E-Auto. Ich meine, die sind ja sonst schon immer sehr ruhig, mal abgesehen vom Porsche. Aber das hier ist wirklich Top-Niveau. Also der Verbrauch ist leider mit 24,8 immer noch recht hoch, jetzt nach 25 Kilometern. Wir haben hier Sommerreifen drauf, allerdings 21 Zöller. Beim letzten Test mit dem ID.4, da hatten wir sogar Winterreifen drauf. Vielleicht erinnert ihr euch an das Video, wir hatten am Ende dann so 20,8 Kilowattstunden für die Strecke hin und zurück. Das ist schon wirklich Top-Niveau gewesen. 22 Grad war es, wolkenlos und ich glaube so gut wie kein Wind. Jetzt haben wir sogar ein bisschen Rückenwind. Wie man hier anhand der Windräder ein bisschen sehen kann, aber nicht besonders stark. Aber der Regen und die nasse Fahrbahn, die fordern natürlich ihren Tribut. Nein, jetzt haben wir wieder kurz vor der Abfahrt einen kleinen Stau. Das ist ja nervig, aber das kann nicht lange dauern, vielleicht einen Kilometer oder so. Oh, hinter mir kommt auch schon ein Rettungswagen, da scheint ein Unfall passiert zu sein. Also auf jeden Fall kann ich sagen, dass der Travel Assist nicht so wie bei BMW automatisch dann eine Rettungsgasse bildet. Das musste ich jetzt hier von Hand machen. Wenn ich jetzt nach links lenke, also über die durchgezogene Linie quasi fahre, weil alle ganz links fahren, dann aktiviert er sich auch gar nicht mehr, weil er eben nicht mitten in der Spur fährt. Okay, das war noch nicht mal ein Kilometer. Der Unfall scheint hier auch nicht in der Baustelle passiert zu sein. Von daher ist alles wieder gut. Verkehr läuft wieder, die Abfahrt ist auch frei. Dann geht es gleich runter von der Autobahn. Wir sind am Wendepunkt, 64 Kilometer gefahren und jetzt stehen 22,7 Kilowattstunden auf der Uhr, bedingt durch diesen kurzen Stau und die etwas langsamere Stadtfahrt hier auf dem Zubringer. Es ist dann doch deutlich gesunken und ich hoffe, dass es jetzt auf der Rückfahrt eher so bleibt und nicht wieder ansteigt. Der Regen hat eigentlich nachgelassen. Was wir jetzt hier als Wasser auf der Scheibe sehen, ist meistens Gischt. Also müsste eigentlich der Verbrauch jetzt ein bisschen runtergehen. Also fahrwerkstechnisch, wie gesagt, ich bin einfach immer wieder begeistert, wie gut das Fahrwerk hier ist und auch vom Geräuschniveau.
Das ist wirklich top. Also das Fahren ist dann so entspannt mit diesem Auto, weil es einfach nur leise ist. Ne? Trotz dieser nassen Fahrbahn hört man ganz wenig Rollgeräusche und Windgeräusche so gut wie gar nicht. Also das ist richtig klasse gemacht. So, wir haben jetzt noch 200 Kilometer Reichweite, also 100 Kilometer Reichweite verloren. Gefahren sind wir aber nur 74 Kilometer. Das heißt, die Berechnung am Anfang war dann doch nicht so exakt, obwohl der Wagen ja eigentlich vorher auch Autobahn bewegt wurde. Da hat er dann mindestens 10%, 15% Abweichung. Da bin ich mal gespannt, ob sich das noch irgendwie wieder fängt am Ende. Aber der Verbrauch ist auf jeden Fall jetzt etwas geringer als am Anfang. Wir liegen bei 23,2 und der Regen hat eigentlich auch aufgehört. Boah, ich finde aber, dass der Tempomat, der Abstandstempomat, doch sehr spät bremst. Jetzt ist gerade vor mir einer eingeschert und er fuhr einfach noch ein Stück weiter auf ihn drauf und dann irgendwann bremste er erst ab. Also da hätte ich jetzt als Mensch schon lange, lange gebremst, auch weil der Sicherheitsabstand viel zu gering jetzt. Hat er auch mit dem gelben Pfeil hier angezeigt. Aber irgendwie, das gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen. Sie haben ja jetzt hier auch dem ganzen System eine Vorkonditionierung spendiert, also Batterievorkonditionierung. Das gab es ja früher auch nicht. Und die Ladeleistung wurde zudem auch noch erhöht. Wir haben jetzt hier 170 kW statt 135 vorher. So, 100 Kilometer unterwegs und wir liegen wieder bei 24,0 Kilowattstunden. Wir haben noch 155 Kilometer Reichweite. Da ist der Verbrauch dann doch relativ hoch. 16 Grad ist es draußen und jetzt momentan auf der Rückfahrt auch ein bisschen Gegenwind, wie gesagt. Da kommt er an diese tolle Sommerreichweite und diese Sommereffizienz von dem alten ID.4 dann leider doch nicht ran, obwohl er ja hier ein bisschen effizienter geworden ist. Ich meine, immerhin sagen sie, dass er 11 Kilometer mehr Reichweite haben soll als der alte. Es ist jetzt nicht die Welt, aber hey, jeder Kilometer ist doch irgendwie cool, wenn man den mehr hat. Aber so richtig drastisch im Alltag scheint es dann auch nicht wirklich aufzufallen. Allein schon durch die Reifenwahl kann man auch 10 Kilometer mehr Reichweite bei so einem Auto erzielen, wenn nicht sogar mehr. Und der ID.4 letztes Mal hatte sogar Winterreifen und hier, wie gesagt, Hankook Sommerreifen. So, wir sind gleich wieder da. Wir haben jetzt 125 Kilometer geschafft. Wir liegen bei 23,7 Kilowattstunden. Ein bisschen geht es noch durch die Stadt und dann gucken wir mal am Ende, wo wir da genau liegen. Es wird auf jeden Fall ein bisschen mehr als der alte ID.4, aber bei dem Wetter war das auch nicht anders zu erwarten. Ich finde, dafür, dass das heute dann so regnerisch war, ja, geht es bisher noch. Aber wie gesagt, ein bisschen haben wir ja noch und dann bin ich mal auf das Endergebnis gespannt. So, wir sind wieder zu Hause. 129 Kilometer stehen auf dem Tacho und der Durchschnittsverbrauch jetzt für diese Reichweitenstrecke war 23,1 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ist im Prinzip völlig in Ordnung, finde ich, für dieses Wetter. Aber dass er jetzt so wahnsinnig viel effizienter ist als der alte ID.4, ja, das kann man in der Praxis eben einfach nicht spüren. Dafür gibt es zu viele Faktoren, die den Verbrauch einfach beeinflussen. Wir haben jetzt noch 35% im Akku, das heißt 40% haben wir verfahren für die 130 Kilometer. Und angezeigte Restreichweite sind 125 Kilometer plus die 130 macht also 255. Das heißt 45 Kilometer Abweichung bei der Anzeige der Reichweite im Vergleich zum realen Wert. Und wir sind ja noch nicht ganz bei Null. Da wollen wir aber zumindest in die Nähe kommen, denn ich will natürlich noch einen Ladetest machen. Die 170 kW, die er hier schaffen soll, klappt das wirklich in der Praxis? Dazu gebe ich natürlich den Lader hier auch im Navi ein, dass er ein bisschen vorkonditioniert. Und dann versuche ich so auf so knapp
10% zu kommen, um dann möglichst optimales Ladeergebnis zu erzielen. Ja, da bin ich gespannt, ob er das schafft, und dazu geht es jetzt nochmal wieder auf die Autobahn. Hallo Ida. Fahre mich zur Raststätte Goldbach Süd. Zu deiner Anfrage finde ich gerade leider keine Antwort. Hallo Ida. Wo ist die nächste Ionity-Ladestation? Sorry, das kann ich noch nicht. What? Wir haben hier in der Spitze 185 kW bekommen und jetzt lädt er immer noch mit 183 kW, mit 14% angekommen, jetzt schon wieder bei 21 nach, keine Ahnung, einer Minute. Was ist denn hier los? Also ja, eigentlich sollten ja nur 170 oder maximal 175 kW drin sein und hier locker 10 kW drüber. Ja, das ist doch mal eine tolle Leistung. Also ganz ehrlich, damit habe ich nicht gerechnet. Ich muss aber zugeben, ich habe die Batterie ja manuell vorkonditioniert und ich habe auch wirklich ziemlich viel Vollgas gegeben. Also wenn der Akku jetzt nicht warm ist, dann weiß ich auch nicht, scheint also wirklich Optimaltemperatur zu haben. Und der lädt jetzt immer noch mit 183 kW, also hält sie auch scheinbar ein bisschen länger, nicht nur eine kurze Spitze. Und überhaupt, also ich muss zugeben, der ID.4, so wie er sich jetzt hier präsentiert, also ganz ehrlich, der Wagen hätte gleich so auf den Markt kommen sollen. Die Performance ist endlich mal wirklich klasse, Höchstgeschwindigkeit super, 184 stand ja sogar auf dem Tacho am Ende. Also fast so wie die Ladeleistung, ob es da einen Zusammenhang gibt. Das große Display, die Software, wie sie funktioniert, die Effizienz des Autos. Tja, also eigentlich hätte ich mir das gleich von Anfang an gewünscht. Gut, gab es nicht. Das hat halt 3 Jahre gedauert, bis VW nachgebessert hat. Aber so wie sich der ID.4 jetzt präsentiert, ist es ein absolutes Top-Auto. Jetzt kommt die Einschränkung, und zwar ist es der Preis. Also Leute, das beginnt hier so bei rund 52.000 der Spaß, also mit dem Pro 4Motion Allrad. Und man kann natürlich auch Heckantrieb nehmen, dann geht es so bei 48.6 los. Aber der Wagen, so wie ich ihn hier fahre, das ist ja im Prinzip eine relativ normale Ausstattung mit den Assistenzsystemen. Gut, das Panoramaglasdach ist jetzt noch da. Also was hat er schon großartig, was nicht andere Autos auch haben? Und so wie er hier steht, kostet er dann laut Liste, haltet euch fest, 68.000. Und nein, der Wagen kostet sogar noch mehr, denn es ist noch drin ein Winterreifenpaket und einmal eine Garantieverlängerung auf 3 Jahre. Und damit steht der Wagen hier auf dem Zettel mit 72.000. Halleluja! Also ich kann euch sagen, das ist, glaube ich, einer der Gründe, weswegen VW gerade nicht so viel ID.4 verkauft, wie sie eigentlich wollen. Denn der Preis ist einfach zu hoch. Also mal Leute, was sagt ihr dazu? Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr von dieser Preisgestaltung haltet. Klar, man kann Abstriche machen, alle Extras irgendwie weglassen, aber 52 ist dann für die Allrad-Version immer noch eine Menge Holz. Ist dann mehr oder weniger auf Model Y-Niveau.
und bietet dann aber doch irgendwie deutlich weniger, abgesehen vielleicht von der Verarbeitung und besserem Fahrwerk. Tja, nichtsdestotrotz, der ID.4 ist ein super Auto und ich glaube, er wird doch ein bisschen unterschätzt von vielen Leuten, auch hier im Innenraum. Gut, es ist vieles Geschmackssache. Mir gefällt halt immer noch nicht der Klavierlack hier am Türgriff, dass das auch so komisch dreieckig schräg steht. Auch der Klavierlack hier in der Mittelkonsole. Es ist immer verstaubt, immer fleckig. Ja, das mag ich einfach nicht. Tatsächlich habe ich mich an die Lenkradtasten inzwischen schon gewöhnt. Ich habe so viele IDs gefahren. Ja, das ist dann mittlerweile schon normal für mich. Ja, und die Reichweite hier vom ID.4 4Motion, die ist an so einem Tag wie heute leider nicht so sehr üppig. Also bei 300 Kilometer landen wir zwar, aber das ist natürlich weit jenseits der 550 Kilometer laut WLTP. Bei anderen Wetterverhältnissen, da wissen wir ja auch, der ID.4 kann mehr. Da sind es dann auch eher die 360, 380 Kilometer und in der Stadt, da sind die 400 Kilometer plus eigentlich gar kein Thema. Ja, aber jetzt sind wir am Ende meines Tests angelangt. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr jetzt hier vom neuen ID.4 haltet. Auch gerade mit der neuen Ausstattung, mit den neuen Erweiterungen, auch gerade mit der neuen Software, wenn ihr sie schon habt, die 4.0. Ja, Over the Air, viel Glück dabei, ne? Over the Air Updates, da gab es ja schon mal ein Video mit dem ID.4, ist ja deutlich in die Hose gegangen. Ich weiß nicht, ob VW das jetzt mit der 4er Software besser im Griff hat. Wenn ja, wenn ihr das wisst, schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn ihr so ein Auto sucht, auch gerade in der Größe, weil das Platzangebot hinten ist auch richtig üppig, auch gerade Beinfreiheit für 4 bis 5 Erwachsene, gar kein Problem. Kofferraum mit 543 Liter, erweiterbar auf 1575, ist auch in Ordnung. Da kann man wirklich nicht meckern. Und jetzt mit den Daten hier, also ganz ehrlich, klasse Auto. Nur am Preis müssen sie ein bisschen drehen. Aber wir wissen ja, zum Listenpreis geht ja bei VW im Moment eigentlich so gut wie kaum ein Auto über den Tisch. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.